Das spielt sich ab beim Klang der Marseillaise, begleitet von der nationalistischen Verlogenheit der Kaffeehausliteraten. Die Front verläuft nicht weit von Paris. Man hört den Kanonendonner, keiner kann sich der ständigen Gegenwart des Krieges entziehen, obwohl die Pariser Bourgeoisie so lebt, als wäre nichts geschehen. Und das können die Urlauber, die von der Front kommen, nicht ertragen. Sie haben Lust, in die Menge hinauszuschießen. Sie sind drei in Uniform, kaum 20 Jahre alt: Louis Aragon, André Breton, Philippe Soupault.